Zwei erfolgreiche aus deutschsprachiger Sicht. Ilka Minor navigiert ihren Fahrer Martin Prokop erstmalig in den einstelligen Bereich. Sie landen auf Platz 13 gesamt zurzeit und Stefan Schott etabliert sich in den Top 20. Stefan Schott, 18. zurzeit, das Ziel Top 10 immer noch vor Augen. Top 10 wird es garantiert nicht mehr. Ich wäre froh, wenn wir in Top 20 bleiben oder eventuell noch Top 15 erreichen. Hängt aber davon ab, wirklich, wie die Strecke jetzt noch ist und wie viele Möglichkeiten wir überhaupt haben zu kämpfen. Fehlen dir die harten, langen Etappen? Genau so ist es. Was fehlt, ist einfach eine lange Etappe, 400, 500 Kilometer. Offroad, Sand, Dünen zum Beispiel, das fehlt absolut. Was wir bis jetzt gemacht haben, waren einfach nur Sprintrennen gewesen. Und da gehöre ich nicht zur Vollgasfraktion. Dafür sehr ordentlich. An deinem Auto fehlen diverse Teile. Was ist los? Ja, ganz einfach. Das sind die Rockerpanel unten, die zur Verkleidung dienen, des Ersatzrades und einige Teile, die wir noch mit haben. Bei jeder Wasserdurchfahrt müssen die unwahrscheinlich leiden oder auch bei Schlammdurchfahrten. Und wir haben fast keine mehr und die restlichen werden aufgehoben fürs Podium. Letzte Frage. Du siehst dünn aus. Ja. Hartes Training im Vorfeld? Ach, hartes Training würden manche gerne hören, dass es so ist. Ist es leider nicht. Ich hatte eine schwere Lebensmittelvergiftung in Asunción und bedingt dadurch habe ich einfach nur abgenommen. Ilka, was macht mehr Spaß, die WRC-Strecken auf der Dakar oder die langen Offroad-Passagen? Na, für mich sind die WRC-Strecken natürlich viel, viel einfacher. Also macht es auch mehr Spaß, da kann ich weniger Fehler machen. Aber ich mag das Offroad auch ganz gerne. Aber es dauert noch ein bisschen, dass ich das wirklich lerne. Und diese Dakar, wie wird sie enden? Ja, ich hoffe im Ziel in Buenos Aires, das ist das Wichtigste. Das wäre für mich mein Ziel. Die Position halten oder vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern, aber das Ziel ist das Ziel. Aus deutschsprachiger Sicht also Erfreuliches, allerdings an der Spitze, da spricht man Französisch. Peugeot mit drei Autos vorne, Peter Hansel vor Loeb, vor dem etwas abgeschlagenen Depré. Also zwischen Peter Hansel und Loeb wird sich wahrscheinlich entscheiden, kommt nicht noch was dazwischen, denn beide sind schwer am Gas. Und jetzt folgen noch zwei WRC-artige, schnelle Etappen. Da hat auf dem Papier Loeb einen Vorteil, aber Peter Hansel führt mit 5 Minuten. Die Frage ist, wird er diesen Vorsprung bis ins Ziel behalten? Es bleibt also spannend.